Einen wunderschönen zu einer weiteren neuen Folge Mic Test. So, mal schauen, ja. Es gibt eine Menge neuer Sachen, die ich machen, zeigen, gucken möchte. Da hat sich so einiges ergeben. Warum sind jetzt 7 Uhr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte passen. Ja, weiß nicht, Kommentare habe ich keine. Aber, ja, ein paar Sachen. Warum habe ich fliegen? Ein paar Sachen, die ich halt mal zeigen wollte. Oh, Todi ist on. Zwergi, Todi, Momo, Mann, so viele. So. Ach ja, siehst du, apropos Rowland, ich wollte noch mal direkt mal was zeigen, weil Rowland hat mir einen Kommentar geschrieben, wo er so erklärt hat, dass man mal so ein paar Farben machen kann, also wie man die Farben machen kann. Und da gibt es tatsächlich, machen wir hier kurz Workspace. La 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 la. So. Es gibt da tatsächlich eine sehr interessante Seite. Und zwar, nee, ich versuche mal direkt bei Google. Wenn man bei Google sucht, Unified Dice, oh, das ist ja schon. Unified Dice, My Test Mod. Dann kommt man auf Content.db, brauchen wir aber nicht, wir brauchen die Forum-Seite. Und bei der hat man nämlich eine sehr schöne Anleitung, wie man die eigentlich mit der Mod, die ich auf dem Server drauf habe, diverse Farben mischen kann. Unter anderem gibt es hier die Tabelle, welche Grundfarben man mit was craften kann. Ne? Kohle kennen wir ja. Wir zum Beispiel haben Grün immer mit der grünen Pflanze gemacht, aber es geht auch, wobei ich weiß gerade gar nicht, kann auch sein, dass wir es direkt mit Kaktus gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall eben kann man hier die ganzen Grundfarben machen. Und mit den Grundfarben kann man dann, jetzt muss ich mal gucken, wann das aufgesplittet. Mit dem Grundfarben konnte, achso, genau, doch, ist direkt hier oben, genau. Mit Rot und Orange kann man dieses Dunkelorange machen. Mit Orange und Gelb kann man dieses Hellorange machen. Mit Gelb und Grün kann man, hier ist natürlich die Frage, wie das Mischverhältnis ist. Kann man halt die Mischform machen und so weiter und so fort. Ne? Kann man halt hier den Regenbogen ausfüllen. Genauso kann man auch Schwarz und Weiß entsprechend mischen. Verschiedene Verhältnisse, um die Sachen zu erstellen. Und wenn man halt die Grundfarben machen möchte. Irgendwo stand es. Warte mal kurz, wo waren das? User Guide. Ah! Hier was, genau. Genau, hier steht nämlich, ne, wenn man schwarz nehmen möchte, schwarz, wer hätte gedacht. Und hier kann man nämlich jetzt sagen, wenn man ein etwas helleres Schwarz haben möchte, dann muss man dreimal schwarz nehmen, einmal dunkelgrau. Wenn man dunkelgrau haben möchte, ne, steht hier, Dark Way, Dark Way, musst du erstmal einmal weiß und zweimal schwarz nehmen. Da bekommst du dann drei raus und die kannst du dann nochmal mit schwarz mischen. Im Verhältnis 3 zu 1, um ein sehr dunkles Grau zu bekommen. So kannst du halt die verschiedenen Sachen mischen, um die verschiedenen Sachen hier zu bekommen. Und hier oben hast du dann halt auch die ganzen Farben. Hier halt zum Beispiel, ne? Dieses Dunkelorange hast du halt mit Rot und Orange. Und hier hast du halt, jetzt ist hier nur noch eine Orangeart. Ah, ne, genau, weil hier bei Grün, wo es zwei gab. Wenn ich richtig liege. Genau, hier gab es zwei Grünarten. Und da ist halt bei dem einen brauchst du nur einmal gelb und einmal grün. Und bei dem anderen brauchst du gelb und eine andere Farbe. Achso, du musst ja erstmal gelb mit grün mischen, um dann das resultierende nochmal mit gelb zu mischen. Achso, oder du kannst gleich mal zweimal gelb nehmen. Wobei das ja falsch wäre. Vom Mischverhältnis müsstest du ja dann dreimal gelb nehmen, ne? Weil hier hast du jetzt ein Mischverhältnis von 1 zu 1. Und wenn du das 1 zu 1 nochmal mit gelb mischst, dann hast du ja insgesamt ein Verhältnis von 3 zu 1. Ja. So gesehen müsste man hier dreimal gelb und einmal grün nehmen. Naja, so ganz rechnerisch ist das also nicht richtig, aber gut.
Auf jeden Fall, wie gesagt, hat mir die ganzen Mischdinger. Ja, also ne, für jeden, der sich da interessiert, ist das da dann Gold wert. Ne? Im Forum gibt es viel zu sehen. So, wir wollen aber hier tatsächlich ein bisschen weiter bauen. Auf lange Sicht. Ich gehe aber erstmal mal zurück zu unserem Home. Denn dort haben sich einige Dinge ergeben. Zum Beispiel, ja, dumm gelaufen, habe ich letztens vergessen, meine Anlage abzuschalten. Ja. Die musste ich jetzt denn vor kurzem als Admin deaktivieren, weil mir aufgefallen war, dass unsere drei Kisten, ne, es geht immer ein gewisser Teil geht da hier in die Pipe. Und die Kisten, die sind alle voll. Ja, ist schon ein bisschen übergelaufen, genauso. Was auch übergelaufen war, das hier. 100% voll. Ja. Deshalb musste ich die Anlage doch als Admin abschalten. Was mich aber gleich zum nächsten Punkt bringt, und zwar würde ich die Anlage hier ein bisschen schützen gegen genau solche Sachen. Sprich, also zum Beispiel habe ich das Problem, also haben wir es ja hier, also ich als Spieler hier im Let's Play, wenn ich jetzt hier ganz viel Kies reinmache oder ganz viel Cobblestone, weil wir den hier irgendwo finden oder so, und die Kiste komplett voll ist, dann kann es sein, weil er bei den ersten Arbeitsschritten hier auch, also normalerweise, wenn die Kiste voll ist, wird ja erstmal ein bisschen was hier ins Rohr gesogen. Das heißt, die Kiste ist dann danach wieder ein bisschen leerer. Aber wenn man quasi die Kiste voll macht, während die Anlage schon läuft, also auch das Rohr hier bereits gesättigt ist, dann kann es sein, dass halt bestimmte Produkte, die hier abfallen, weiß nicht, wenn zum Beispiel ein Diamant kommt, dann ist das halt ein Item, was nicht hier mit nichts anderem mehr stackt. Und dementsprechend halt zu viel wäre. Und wenn halt zu viele Items zu viel wären, dann würden die sich hier in diesem Rohr stauen. Ne, aber wenn die Kiste voll ist, geht hier hin, geht wieder zurück. Das Ding sagt, nö, bitte nur nach rot. Also geht es dann hier wieder zurück und dann pendelt hier dazwischen. Und wenn sich hier zu viele Sachen ansammeln, dann macht es Knall, pum. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal einen ganz kleinen Vorteil zugute. Was habe ich denn hier alles drin? Silbersandstein? Ach ja, klar, die Sachen, die wir für unser zweites Gebäude brauchen. Die packe ich mal erstmal ganz kurz hier in der Tasche. Ungefähr so. Du auch. So, und was wir nämlich brauchen, ist eine Pipe. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich noch ein paar Pipes haben. Ja, 5. Sollte reichen. So, und jetzt ist es nämlich wie folgt. Ja, die Logik ist ja immer, hatten wir auch schon früher gehabt, da hatten wir dann, habe ich so irgendwas hingebaut? Ja. Da hatten wir auch dieses Rohr hier lang, ne? Also die Items, die hier reinkommen, versuchen immer erst in die Kiste zu gehen, weil die quasi eine höhere Priorität hat. Da gibt es ja hier auch diese High-Priority-Pipes, die Dinger hier, oder Tubes. Pipes sind ja diese Wasserdinger da. Und dementsprechend versuchen die ganzen Dinger hier immer erstmal in die Kiste zu gehen. Und nur, wenn das nicht klappt, in der Regel, weil die Kiste voll ist, dann gehen sie erst den Abzweig hier hoch. Und genau dieses Feature können wir nutzen, indem wir sagen, okay, die Kisten, die Items gehen dann hier hoch. Achso, es geht übrigens nicht, wenn man jetzt hier, also wenn das hier ein normales Rohr wäre, und wir das jetzt hier so ranmachen würden, dann würde es nicht funktionieren, weil dadurch, dass das ein normales Rohr ist und das ein normales Rohr ist, würden die Sachen 1:1 aufgeteilt werden. Das geht wirklich nur, wenn man das Rohr direkt an der Kiste anmontiert, weil dann nämlich direkt bei der Entscheidung das anliegende Rohr eine höhere Priorität hätte. Ist ja genauso, wie wir auch hier gebaut haben. Ne? Die Sachen würden hier erst versuchen, nach links zu gehen, weil das eine höhere Priorität hat und versuchen dementsprechend erst gar nicht nach rechts zu gehen. Dementsprechend geht alles in unsere Dings ab uns da und dann erst zurück. Übrigens war das Rohr hier auch komplett voll, weil die drei Kisten voll waren. Ja. So, und wenn wir jetzt hier das Rohr haben, wo die Items weggehen, können wir jetzt natürlich hier wieder zu den Kisten gehen, die Sachen hier einlagern, aber nee,
Was ich vorhabe, ist nämlich das, diese Ding hier. Trashcan. Und da brauchen wir drei Kunststoffplatten und ein bisschen Schmiedeeisen. So. Also Eisen müssen wir noch oben haben. Da, 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 da. Ja, 1, 2, 3. Kunststoffplatten. So. Aber jetzt was können wir mal ein bisschen mehr hier gleich. Denn ich habe damit nämlich noch ein bisschen mehr vor. So. So. Und jetzt können wir nämlich hier so ein Ding fertigen. Die Frage ist, wo setzen wir es hin? Setze ich es wirklich hier oben hin? Das sieht schon arg hässlich aus. Ich könnte es natürlich auch einfach hier hinsetzen. Sieht aber auch ein bisschen blöd aus. Leider sieht das Ding halt optisch so hässlich aus. Ne, komm. Ich muss einfach da oben rauf. So. Er sieht es wenigstens auch, weil hier die Striche zusammenlaufen. Und deswegen sieht es besser aus, wenn das Rohr da unten reinkommt. Ja, das ist ein Mülleimer. Alles, was man da reinparkt, ist weg. Einfach weg. Und dementsprechend ist das ein perfekter Überlaufschutz, sodass man quasi alles, was in die Kiste reingeht, geht in die Kiste rein und die Anlage läuft ganz normal weiter. Sollte es aber, warum auch immer, I don't know, irgendwann nicht zum Überlauf kommen und die Kiste einfach voll werden, dann platzt hier nicht irgendwas, sondern es geht einfach alles hier um ins Rohr. Das ist geil. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist doch apropos Überlauf, ist eigentlich hier hinten. Ah, ja, stimmt, genau. Zum einen ist das hier, keine Ahnung, wann das hier reingekommen ist. Ja, das waren die Sachen, die ich oben einsammeln dürfte, weil es eine Rolle da hinten geplatzt war. Weil, ja, die Kiste voll war. Danke dafür. Das heißt, die Sachen müssen wir mal gucken, wo wir die Dinger lassen. Ich habe keine Ahnung. Übrigens, wie gesagt, die Pipe hier, die ist ja auch geplatzt. Aber weil die Pipe hier ist ein bisschen weiter hinten geplatzt und dementsprechend, ja. Die Items, die da gedroppt sind, die habe ich nicht mehr wiedergefunden. Die sind also wahrscheinlich despawned. I don't know. Von daher, wie gesagt, die drei Kisten sind voll und ja. Ein bisschen viel Stuff. Egal. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, ist die Überlegung, ob wir hier die beiden Kisten auch schützen. Ich meine, die Kiste hier, die laufen eigentlich beide nie voll. So, die Dinger hier sind so unterlastet. Hier dürfte eigentlich nie was passieren können. Gut, außer der Strom fällt weg. I don't know. Das Problem ist natürlich, wir bekommen hier auch nicht einfach so ein Ding ran. Weil hier jetzt ein Ding ran zu machen und dann hier so ein Eimer, ne, da würden auch manche Sachen von hier oben einfach hinkommen. Und hier gilt dann wieder, wenn die hier hinkommen, ist das Ding ganz normales Rohr. Das heißt, hier geht es einfach mit 50-50 Wahrscheinlichkeit nach unten und in den Mülleimer. Das heißt, hier können wir es nicht packen, nicht hinmachen. Wenn wir hier den Mülleimer raufpacken, wird das hier auch wieder mit dem Mülleimer verbunden und wir haben das gleiche Problem. Das heißt, bei den beiden Kisten lässt sich das Ganze nicht so leicht implementieren, ohne die Anlage an sich hier umzubauen. Von daher, wie gesagt, die beiden Dinger sind eigentlich immer chronisch komplett unterlastet. Das heißt, die beiden würde ich tatsächlich einfach so lassen. Wo ich allerdings noch überlege, ist tatsächlich da oben. Und dann müssen wir mal gucken, wie kommen wir überhaupt da oben hin. Einfach mit Dirt hochbauen. Oh, ich meine, warum nicht? Die Frage ist nur, wie. Classic. So. Und zwar, ich mache mal hier auch noch welche hin. Das war dumm. So. Jetzt ist die Frage. Genau, weil hier habe ich mich schon überlegt, wäre es machbar, wenn wir jetzt hier einfach so ein Ding ranklatschen, so ein Mülleimer. Zum Testen müsste ich jetzt die Anlage halt einschalten, von der ist erstmal nur die theoretische Überlegung, aber ne, normalerweise sind die Dinge ja so geschalten. Das heißt, der ganze Rotz, der hier hochkommt, geht in das Ding. Und hier wird es schon komplett vorsortiert. Das heißt, alles, was in die obere Reihe kommt, wird hier auch direkt nach oben geschickt. Und wird dann oben direkt
manuell verteilt, sprich also, was in die Kiste soll, kommt in die Sache, was nach rechts soll, also von uns aus gesehen jetzt nach links, kommt hier auch nach links und alles andere geht nicht einfach nach rechts weg, sondern nur die Sachen, die auch rechts rein sollen, gehen nach rechts weg. Das heißt, du hast keinen einzigen Anschluss, wo einfach der Rest hingeht. Und jetzt ist die Frage, die Überlegung, die ich hatte, tatsächlich, so wie hier zum Beispiel, das, was hier rein soll, geht hier rein, das ist dieses Chrom. Und das, was zu viel ist, das, Quatsch, nee, das, was weiter soll, das hier wird auch manuell ausgewählt. Sprich also, wenn das Ding hier voll ist, dann würde das Chrom, was hier zurückkommt, und das ist nämlich wahrscheinlich auch passiert, würde dann wieder versuchen, einfach hier zu bleiben und dann zu warten, bis sich das Ding hier so doll anstaut, bis das Ding explodiert. Was jetzt natürlich noch eine Frage wäre, wenn wir jetzt sagen, wir machen das Schwarze hier auf und ich klatsche jetzt hier den Mülleimer dran. Was übrigens wieder super scheiße aussieht, weil das Ding wieder waagerecht ist, aber gut, da konnte man drüber wegsehen. Ich hatte den übrigens scheiße platziert, fällt mir gerade auf. Ich hätte das mal hier machen sollen. So. So. Jetzt müsste es ja eigentlich sowieso sein wie davor, dass alles, was hier hinkommt, was hier lang gehen soll, müsste nach wie vor 1 zu 1 weitergehen. Der Rest geht in die Tonne, aber es gibt ja keinen Rest. Weil hier kommt ja nur das lang, was hier lang gehen soll. Sollte jetzt aber diese Kiste voll sein, würde das dafür zurückkommen und nicht wissen, wo er hin soll. Und müsste dann das schwarze Ding nutzen. Das ist so meine Idee. Die Frage ist, können wir jetzt das Ding einfach mal testen? Ich müsste dazu, ich habe hier die Überreste, die übrig geblieben sind. Gib die mal kurz her. Gut, so viel brauchen wir gar nicht. Ich gucke mal hin damit. Beziehungsweise, wir nehmen mal nur so ein. Und dann nehmen wir mal einen von den Blöcken, die bereits da oben drin sind. Damit das Ding nicht mehr voll ist, ne? Das heißt, ich brauche hier noch, genau, hier 100% voll. Dann nehmen wir noch einen weg, dann fehlt jetzt einer. So. Und jetzt muss ich überlegen, die Sachen kann ich da oben nicht direkt reinlegen. Aber ich kann gucken, das müsste es, nein, das müsste es, wer ist denn das? Ach, du bist das. Wir müssten jetzt die beide hier wieder zu Blöcken machen können. Und jetzt einfach hier reinlegen können. Die Frage ist, wie überprüfen wir, ob das hier funktioniert, weil wir haben ja hier keinen Einblick. Das finde ich ein bisschen schade, dass diese Blöcke untransparent sind. Ich meine, wenn man so wie hier den Ausgang frei hat, der sieht man das. Aber sonst nicht. Wobei jetzt gucke ich gerade. Jetzt sehe ich gerade, meine ich doch. Wenn ich den Block nach unten mache, geht. Ne, geht natürlich nicht. Ah, doch, geht. Aha, man kann hier reingucken. Das ist praktisch. Okay, gut. Dann machen wir das so. Dann schmeiße ich die Scheiße jetzt rein. Es müssen hier zwei kommen. Aha, da kommt er schon. Oh mein Gott. Kommt bereits. So, der eine müsste jetzt nach rechts weggehen erst. Und der zweite müsste dann nach links weggehen, weil das Ding voll ist. Oh. Well, that's fucked up. Gut, also das mit dem nach rechts gehen hat schon mal funktioniert. Das andere nicht so sehr. Scheiße. Jetzt haben wir Ding da. Egal. Egal. Ein so Ding pendelt da jetzt drin rum. Was soll's. Das ist. Scheiß Ding, Alter. Kack. Scheißendreck. Weg mit dir. Da müssen wir jetzt erstmal wiederholen. Diesmal nehme ich 4. Einfach because it's funny. Silverblock, 4 Stück. Nein, halt. Das hier, Chromblock. 2 Stück. So, dann haben wir davon 4 Stück. Ich bin auf Hunger. Sehr praktisch. So, wir wollen mal jetzt gucken hier. Wenn er zurückkommt, dann würde er versuchen, da reinzugehen, ne? Ach, weißt du was? Machen wir anders.
Habe ich noch eine Kiste? Nur das geht auch. Sollte hoffentlich vielleicht funktionieren. Ich jetzt hier ranklatsche, dann müsste der Ding irgendwann hier drin landen, ne? So meine Theorie. Ja, gut. So. Wir müssen jetzt die vier da reinpacken. Und danke. Und jetzt sollten erst zwei nach rechts gehen und dann die anderen zwei müssten in die Ding reingehen. Richtig? So müsste das Ganze funktionieren. So, da kommen die. Da kommen sie schon. Oho, oho, es wird spannend. Aha, sie kommen. Ja, sie kommen. Einer nach links, zweiter nach links und ja, es funktioniert. Wow. Cool. Das heißt, wir können jetzt eigentlich rein theoretisch, wir müssen jetzt alle so konfigurieren, dass das schwarze Ding offen ist. Und dann könnten wir hinter jedem Ding einfach so Mülleimer klemmen. Können wir es auch als als kombinierten Eimer machen? Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier dahinter einfach ein Netz von Rohren, also von normalen Rohren mache. Wobei, wir könnten da ja auch wieder so eine Sorting-Pipes ranlegen. Dann wären sie quasi, sobald es voll ist. Warum mache ich mir das Ganze einfach eigentlich so kompliziert? Eigentlich könnten wir doch einfach unsere Anlage umstellen. Wenn ich jetzt nämlich sage. Nee, geht nicht. Meine Überlegung war gerade, wenn ich jetzt die hier umstelle und sage, dass hier nicht nur die drei hingehen sollen, sondern alle hingehen sollen, dann muss ich zwar darauf achten, dass die Kästen immer gefüllt sind. Also dass immer mindestens einer drinne ist, damit die Blöcke wissen, wenn sie da rein können. Also wenn es das passende drinne ist, kannst du da rein. Und wenn nicht, geht's weiter. Zum Beispiel auch, wenn die Kiste bereits voll ist. Und wenn das Item dann irgendwann keinen passenden Platz findet, dann heißt das, dass der entsprechende Platz voll war. Und dann würde es hier hinten einfach in so einen Mülleimer reingehen. Das Problem ist natürlich, ich kriege zwar damit alle die, die auf dieser Seite sind, aber wie sorge ich dafür, dass wenn die, die in die Richtung gehen, wenn hier voll ist, dass sie dann wieder zurückgehen? Würde ich das hinbekommen? Eigentlich ja, ich müsste nur blau öffnen. Ach nee, geht nicht. Weil angenommen, es würde ein Kohleblock kommen. Ne, der Kohleblock kommt an, geht nach links. Dann würde er hier versuchen reinzugehen. Das geht nicht. Also würde er ihn dann wieder zurückschicken nach blau. Und er würde dann aber wieder sagen, nee, Kohle geht nach links. Also würde er denn hier immer wieder zwischen pendeln. Das ist natürlich blöd. Gut, dann machen wir es anders. Ich mache es. Ja, wie? Hinter jedem Ding einfach so Mülleimer klemmen. Ich meine, so teuer sind die Mülleimer nicht. Aber ob das denn optisch schön aussieht, ich weiß ja nicht. Ich mache zumindest erstmal hier einen ran. Das war ja das mit dem Chrom, was so voll ist. Beziehungsweise, eigentlich, ich lasse das Ding mal noch offen, zu. Und wir gucken erstmal, was eigentlich so Upgrades kosten. Ich meine, eigentlich sind die Dinger ja nur deswegen so randvoll, weil die Dinger halt noch überhaupt nicht upgegradet sind. Ich weiß gar nicht, was wir drin haben. Zweimal Obsidian haben wir. Wir könnten natürlich ordentlich mehr Sachen reinmachen, ne? Upgrades gibt es ja bis 13-fach. Das müsste denn das hier sein. Genau. Und ganz ehrlich, warum steht da Smaragd? Das ist doch Mithril. Na egal. Mithril haben wir ja massig. Da. Und damit können wir nichts wirklich so richtig machen. Das heißt, dann würde ich da einfach wirklich mal einen Sack voll nehmen und die Dinger hier alle auf 13-fache aufrüsten. Und zwar mehrere. Ob das Überkill ist, aber sowas von. Aber ich meine, gut, die vorhandenen können wir drin lassen. Da kann ich einfach die drei weiteren Dinger hier erweitern. Das geht ja auch.
Wobei das Problem ist, wenn ich die drei voll mache, kann ich später die beide nicht austauschen. Weil, was passiert ist, wenn ich jetzt angenommen, ich möchte jetzt, also ich hätte jetzt nur diese beiden Slots und würde jetzt den gegen 13er austauschen wollen, dann müsste ich ja den hier erstmal rausnehmen, um den 13er reinpacken zu können. In die Zeit, wo der aber raus ist, fällt das Fassungsvolumen zusammen. Und dann würde der restliche ganze Scheiß alles droppen. Was natürlich nicht so geil wäre. Das heißt, ich lasse das hier sicher immer ein Feld frei und mache pro Kiste nur zwei 13er Upgrades rein. Haben wirklich alle Upgrades drin? Ja, ne? Ja, haben alle Upgrades drin. Hey, klick daran. Und du auch. Ja, du auch. Okay, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 12, 13, 26 Upgrades. Wir müssen eigentlich noch. Achso, ne, einen haben wir noch. Na gut. Ja, gut, dann bauen wir in der nächsten Folge 26 Upgrades mit Mithril. Das wird ein Spaß. Bis dann.